Wende 2.0 oder vollende die Wende. Das sind die Slogans, mit denen die Alternative für Deutschland in den Thüringer Landtagswahlkampf zieht. 30 Jahre nach dem politischen Umbruch in der DDR ziehen Spitzenkandidat Björn Höcke und seine Partei immer wieder Vergleiche zu den damaligen Ereignissen. Auf sogenannten Familienfesten der AfD, wie hier in Erfurt, spricht der 47-Jährige von fehlender Meinungsfreiheit oder Demokratiedefizit, von Kartellparteien und wirbt für eine friedliche Revolution mit dem Stimmzettel. Das ist nichts Verwerfliches, was die AfD will. Die AfD will einfach endlich wieder eine Rückkehr zur Normalität in Thüringen und in Deutschland. Dafür sind wir angetreten. Das wollen wir erzwingen und das werden wir mit eurer Hilfe auch erzwingen. Machen wir den 27.10. zum Zahltag für die Kartellparteien, liebe Freunde. Holen wir uns unsere Demokratie, holen wir uns unseren Rechtsstaat, holen wir uns unser Land zurück. Vollenden wir die Wende. Vielen Dank, dass ihr da wart. Bei rund einem Viertel der Thüringer scheint Höcke damit auf offene Ohren zu stoßen. 24% würden nach einer Meinungsumfrage des Instituts INSA im Auftrag thüringischer Zeitungen von Ende September die AfD wählen. Damit wäre die Alternative für Deutschland zweitstärkste Kraft im Erfurter Landtag. Nach der Linken von Ministerpräsident Bodo Ramelow mit 29% und knapp vor der CDU, die auf 23% käme. Hier die Stimmen von einigen Teilnehmern der Veranstaltung in Erfurt. Ja, ich bin auch beeindruckt und ich bin mit den Kandidaten sehr zufrieden. Ja, die Meinung, die er vertritt, die vertrete ich auch. Also ich glaube, Herr Höcke ist das Zugpferd von Thüringen. Und ich freue mich, dass der Mann den Listenplatz 1 hat. Weil ich kann mir eine AfD ohne Herrn Höcke nicht vorstellen. Na, jedenfalls die Ausländerpolitik. Es sind zu viele, wir sind eines Tages die Minderheit. Das höre ich schon seit 15. Es ist immer schlimmer geworden jetzt. Sie betrachtet immer, es wird weniger, es werden jeden Tag mehr. Und das muss sich ändern, dass die Leute, die hier nichts bringen, die uns auf der Tasche liegen, dass die wieder auswandern müssen. Unangefochten steht Höcke an der Spitze seines Landesverbands. Und das, obwohl er als Galionsfigur der Rechtsaußenströmung, genannt der Flügel in der Partei, nicht unumstritten ist. Seine Bezeichnung des Holocaust-Mahnmals als Denkmal der Schande führte zwar zu einem Parteiausschlussverfahren, die AfD verlassen musste er in dessen Folge jedoch nicht. Sollte Höcke das ihm prognostizierte Wahlergebnis erreichen, steht in Erfurt eine schwierige Regierungsbildung an. Denn den Umfragen zufolge wird es für die derzeitige rot-rot-grüne Koalition unter Führung des linken Ministerpräsidenten Bodo Ramelow nicht mehr reichen.